Träume machen Mut. So lautet das Motto des Dream Ball, der alljährlichen Charity-Gala von DKMS Live in Berlin. Look good, feel better. Mit diesem Programm engagiert sich die gemeinnützige Gesellschaft für Krebspatientinnen. HealthCV unterstützt sie als Medienpartner. Das gemeinsame Ziel? Betroffene Mädchen und Frauen neuen Lebensmut und Lebensfreude geben. Auf den Dream Ball sprach HealthCV-Moderatorin Iris Bedowski mit engagierten Prominenten. L'Oréal ist Hauptsponsor von dem Dream Ball 2017. Was motiviert Sie, DKMS Live zu unterstützen? Wir sind ganz besonders stolz, hier Hauptsponsor bei der DKMS Live zu sein und den Dream Ball zu sponsern. Look good, feel better, das ist ein Motto, das passt zu L'Oréal. Denn wir wollen tagtäglich das Leben von Männern und Frauen einfach schöner machen. Und hier ein besonderes Engagement, denn die DKMS Live macht auch Krebspatienten das Leben schöner. Von daher ein perfekter Fit. Sie unterstützen ja nicht nur den Dream Ball, sondern Sie machen viel, viel mehr. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was sagen zu dem Look Good Feel Better Seminar und was Sie dazu beitragen. Ja, dieses Jahr haben wir zwei besonders große Aktionen gemacht. Zum einen haben wir eine spezielle Lippenstift-Edition kreiert, unsere Look Good Feel Better Edition mit einem kleinen Eiffelturm. Bei jedem verkauften Lippenstift geht 1 Euro an die DKMS Live, ein ganz besonderes Event, auch deutschlandweit, um hier die Bekanntheit auch der DKMS Live weiter voranzubringen. Und zum Zweiten konnten wir letztes Jahr mit Lena Meyer-Landrut, die auch bei dem Event mit bei uns dabei war, unsere Botschafterin, dazu gewinnen, auch an einem Seminar hier in einem Krankenhaus in Berlin teilzunehmen und eben auch Krebspatienten zu zeigen, wie man sich schminkt, für sie da zu sein, sodass sie sich zumindest an diesem einen Tag ein bisschen schöner fühlen. Warum ist es so wichtig, dass gerade während einer Krebstherapie eben auch Kosmetik dazu beiträgt, ja, dass man sich besser fühlt? Naja, man weiß es ja von sich selbst. Wenn man ein bisschen Make-up aufträgt, so wie wir heute Abend, wir haben uns alle ein bisschen schön gemacht, dann fühlt man sich einfach selbstbewusster besser. Und wenn man jetzt in einer Krebstherapie ist und sich Gedanken macht, wie geht es weiter in meinem Leben, dann kann eben ein schöner Lippenstift, ein Tipp und Trick, wie man auch Wimpern, die nicht mehr vorhanden sind, eben kaschieren kann, schöne Augenbrauen nachziehen kann, einfach in dem Moment das Leben schon schöner machen und man fühlt sich besser. Also wir sehen durchaus eine positive Wirkung dann auch für die Patienten. Steffi, für dich ist es das erste Mal hier auf dem Dream Ball. Du hast schon ein paar kleine Einblicke gewinnen können. Was sagst du zu der Arbeit von DKMS Live? Ich bin unglaublich stolz, auch ein Teil davon sein zu dürfen jetzt. Ich finde es so unglaublich bewundernswert, wie stark die Frauen bleiben. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir alle das auch unterstützen. Ich meine, fast jeder hat jemanden im Bekanntenkreis oder sogar im Freundeskreis, den eben Krebs betrifft. Und Make-up trägt so viel dazu bei, sich gut zu fühlen. Ich meine, ich kenne das ja, selbst wenn ich einen Bad Hair Day habe, fühle ich mich schon schlecht. Und wenn ich mir vorstelle, dass man jeden Morgen in den Spiegel schaut und man merkt, man verändert sich, dann finde ich es ganz toll, dass Make-up hilft, sich wieder selbstbewusster fühlen zu dürfen. Das Motto von dem diesjährigen Ball ist ja Love of Life, Lebensfreude. Was verbindest du mit Lebensfreude? Lebensfreude ist für mich eigentlich die richtigen Menschen um sich zu haben, einen Motivationspunkt zu haben. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig für jeden, der eine Krankheit hat, nicht nur Krebs. Es ist wirklich wichtig, Motivation zu haben. Und ich glaube, Menschen können einem echt sehr viel Motivation auch geben. Heute geht es nicht nur um die Krebspatientinnen, sondern auch um die Feel-Better-Menschen, die Menschen, die Sie im Hintergrund unterstützen. Wer ist dein Feel-Better-Mensch? Mein viel besser Mensch ist auf jeden Fall meine Mama. Jedes Mal, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mal traurig bin, dann muss ich nur meine Mama wieder anrufen und alles ist wieder gut. Und jetzt muss ich noch mal fragen, worauf freuen Sie beide sich heute Abend ganz besonders? Ich freue mich auf viele verschiedene Geschichten. Ich freue mich auf einen schönen Abend und dass wir das Leben sozusagen zelebrieren. Ja, ich freue mich auf diese neue Location hier, ein bisschen frischen Wind für das Event des Dream Balls und einfach auf einen emotionalen Abend mit ganz vielen tollen Persönlichkeiten, die da alle dazu beitragen, dass die DKMS Live hier auch einfach Spenden sammeln kann und das Leben von Krebspatienten schöner machen kann. Dann bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss.